Oh toll! Bärlauch, direkt am Wegesrand. Lecker, lecker! Ja, also wenn ihr jetzt hoch YouTube hättet, würdet ihr feststellen, dass dieser Bärlauch seltsamerweise gar nicht nach Bärlauch riecht und hier so komische, glöckchenartige Blüten hat. Und seltsamerweise hat er auch zwei Blätter pro Stiel. Eigenartig. Naja, egal, essen wir ihn mal trotzdem. Ja, also die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich schon ahnen, dass es sich hierbei keineswegs um Bärlauch handelt, sondern das ist das Maiglöckchen. Woran erkennt man das? Zunächst mal unabhängig davon, dass das Ding jetzt hier schon Blüten hat, nämlich glöckchenförmige Blüten, deshalb heißt es auch Maiglöckchen. Blüht üblicherweise übrigens erstaunlicherweise im Mai, wer hätte das erwartet? Wenn es keine Blüten hat, charakteristisch ist, es hat zwei Blätter. Also es hat zwar Blätter, die wirklich aussehen wie der Bärlauch, aber ich habe in meinem Bärlauch-Video ja auch schon erwähnt, immer gucken, dass die Blätter einzeln gestielt sind. Ne? Das merkt man, wenn man da dran rumzupft, der Stiel da bis zum zweiten Blatt ist doch relativ kurz. Also wenn man wirklich die weiter unten anfasst und mit einem schönen langen Stiel ausreißt, wie ich im Bärlauch-Video erwähne, dann kann man eigentlich, muss man eigentlich bemerken, dass da ein zweites Blatt da ist, das nicht einzeln gestielt ist und damit ist es schon mal nicht der Bärlauch. Außerdem hat das Maiglöckchen hier unten eine sogenannte Blattscheide. Das ist dieses Häutchen hier, das um den Blattstiel drumherum ist. Das ist ganz charakteristisch für das Maiglöckchen. Also wichtig, Maiglöckchen, zwei Blätter und Glöckchen. Hochgiftig, also wirklich. Viele braucht man davon nicht futtern, dann liegt man wirklich komisch auf dem Weg rum. Fies ist jetzt aber natürlich dann doch sowas hier, weil das ist jetzt nur ein Blatt, weil es noch ziemlich jung ist. Da muss man dann schon wirklich genau gucken beim Sammeln. Nehmen wir mal an, das sammelt man jetzt ein und denkt, es ist Bärlauch. Dass man dann halt eben schaut, dass da eben dieses Häutchen drumherum ist, um den Stiel. Hier kann man es, na, ja, also da habt ihr es. Dann ist natürlich Maiglöckchen und es riecht auch nicht nach Bärlauch. Aber gerade bei so jungen Blättern, ja, da ist es schon ein bisschen gefährlich, weil woanders als an diesem Häutchen lässt sich das jetzt nicht wirklich unterscheiden. Wenn ihr also irgendwo mal Maiglöckchen gefunden habt, dann sammelt da am besten nicht weiter Bärlauch. Das ist dann zu gefährlich, dass da das andere drunter gerät. Aber ja, gut. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Wenn man aber bei jedem Blatt, also wenn man auf hundertprozentige Nummer sicher gehen will, dann guckt man einfach bei jedem Blatt, dass da nicht so ein Häutchen am Stängelchen ist. Und dann handelt es sich aber wirklich hundertprozentig um Bärlauch, wenn die einzeln gestielt sind. Grundsätzlich gilt, wo ein Maiglöckchen steht, steht auch mehr als ein Maiglöckchen. Also passt auf, sobald ihr eins gefunden habt, es gibt noch mehr davon. Ja, und das war es dann auch in diesem wirklich kurzen Video hier zum Thema Maiglöckchen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.